Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Federico Chiesa. Falsche Position oder Out of Position, wie es auf Englisch heißt. Sehr coole Karte, Position gewechselt von linker auf rechter Flügel, kann auch ZOM und den schauen wir uns jetzt genau an. Gut, 1,75 ist er groß. Hochmittelarbeitsrate, starker Fuß rechts, 4 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß. Mit dem starken Fuß auf der rechten Seite finde ich ihn eigentlich auch als rechter Flügel besser. Ich finde, starker Fuß auf der starken Seite ist, glaube ich, meiner Meinung nach in diesem FIFA gar nicht verkehrt. Spielt bei Juventus, kann wie gesagt rechter Flügel, rechter Mittelfeld und ZOM spielen. Und das sind schon ganz coole Positionen, vor allem, dass er das ZOM auch noch hat, ist sehr, sehr cool, weil damit macht man ihn einfach viel variabler. Hat eine sehr coole Karte bekommen, ein Upgrade, glaube ich, von plus 3, plus 4 auf all seine Werte. Hat 93 Antritt, 93 Sprinttempo. Da könnte man natürlich jetzt überlegen, man könnte ihm einen Hog geben, dann pusht man ihm das auf 97 hoch und den Schuss boostet man auch ordentlich. Ich habe ihm jetzt einen Finisher gegeben, weil ich werde es mal ausprobieren. Wir werden ihn am Flügel spielen und wir werden ihn als Stürmer spielen. Stellungsspiel geht auf jeden Fall auf 94, der Abschluss geht auf 99, die Schusskraft auf 92, das sind schon sehr geile Werte. Hat 87 Weitschuss, die Volleys gehen nochmal auf 90, die Elfmeter. Kann auch wer anderer schießen, glaube ich. 82 Übersicht, 80 Flanken, 83 kurzer Pass, 78 langer Pass, 82 Effet. Das sind halt so die Werte, wenn man wirklich vorhat, ihn als ZOM zu spielen, dann würde ich ihm wahrscheinlich einen Campstyle geben, wo man ihm auf jeden Fall das Passspiel ordentlich boostet. Vor allem der lange Pass, die Übersicht. Es könnte alles ein bisschen besser sein auf der ZOM-Rolle, wenn man die Bälle verteilt. Aber wir haben ja vor, den sehr offensiv zu spielen. Wie gesagt, dass er über den Flügel kommt, habe ihm auch die Anweisung gegeben, dass er für Flanken in den Strafraum kommen soll. Und als Stürmer, da bin ich sehr gespannt, 99 Beweglichkeit, Balance geht auf 89, dazu 89 Reaktion, Ballkontrolle 87, Dribbling geht auf 99 und 85 Ruhe. Also das wird sehr, sehr interessant. 99 Dribbling, 99 Beweglichkeit, bin ich sehr gespannt. Er hat 69 defensives Bewusstsein, was interessant ist, weil die restlichen Defensivwerte kann man eigentlich vergessen. Auch jetzt nicht der größte mit Average Body Type, Sprungkraft, Kopfballpräzision, schaut nicht so krass aus. Dafür 89 Ausdauer ist voll okay. 74 Stärke, 73 Aggressivität ist auch sehr gut für so einen Flügelspieler. Bei den Spielereigenschaften hat er den Außenrissschuss. Das ist auf jeden Fall so ein Meta-Trade in diesem FIFA auch. Tempo-Dribbler und Distanzschütze für die CPU. Und ich habe ein bisschen gebastelt, ich wollte unbedingt ein paar Italiener spielen, ich wollte unbedingt Insigne spielen, den kann man halt nur mit Italienern linken, da habe ich mir diesen Gattuso geholt, Bonucci habe ich mir geholt und Donnarumma habe ich ja in Rot. Dazu werden wir mit einer Carta spielen, Vieira im Sturm, bin ich sehr gespannt, schaut von den Werten aus wie ein LKW, aber ist Längse, also auf der PS5 Version wird das interessant, wir werden natürlich auch wieder auf der PS4 dann testen, aber ich glaube, da haben wir ein stabiles Serie A Team auf jeden Fall und dann gehen wir rein und testen wir Chiesa. Oh, Chiesa mit der ersten Chance, sehr nice. Die Beweglichkeit hat gut ausgesehen. Nice, Nakata. Oh, super Lauf von Chiesa. Nice. Super Lauf, echt schön. Nice. Oh, schön anspielt, aber hat jetzt Chiesa. Ah, schade, die Flanke war leider zu nah am Torwart. Ah, schade, sehr nice eigentlich von Chiesa. Yes, super, die Beweglichkeit ist sehr, sehr nice von Chiesa. Fühlt sich echt gut an. Ja, der Schuss war, ich weiß nicht, ob es der schwache war, nicht sehr gut. Boah, schade, schöner Lauf wieder von Chiesa. Der Klassiker, ne? Das ist wieder mal der Klassiker. 4,1 erwartete Tore für mich und es steht 3 zu 3. Das ist so ein Schmutzspiel, Alter. Ach komm, wie er blockt den Schuss von Chiesa ab. Uhuhuhu, da ist der Außenrissschuss. Chiesa, Alter. Sehen wir den nochmal? Boah. 26, fast 27 Meter. Ja, schön gelöst jetzt von Chiesa. Wie Eri. Sehr, sehr geil. Die Beweglichkeit auf der PS5 sogar
Und ihr wisst, auf der PS5 bin kein Fan vom Dribbling. Sehr, sehr nice. Ein super Lauf von Chiesa, gut durchgesetzt mit dem Körper. Es muss eigentlich die Vorlage sein. Oha, oha, lecker Schmecker, Alter, Chiesa, das möchte ich nochmal sehen. Oha, Ehre genommen, Ehre genommen. Ja, da würde ich auch raus, glaube ich. Gut, wir sind wieder auf der PS4-Version. Wir haben 3 Spiele jetzt gemacht. Kurze Zwischenbilanz, 6 Torbeteiligungen, sehr stabil. Meiste Zeit sogar am Flügel gespielt, also mehr als die Hälfte der Zeit zumindest und im Doppelsturm. Schauen wir, wie es jetzt auf der PS4 läuft. Ja, schade. Schade, das war leider zu direkt. Sehr nice, die Beweglichkeit auch da wieder schön gesehen, schade. Ja, schönes Zusammenspiel, schade, es hat dann ein bisschen zu lange gedauert. Oh, Chiesa kommt nicht ganz ran, schade. Boah, super, schön eingeleitet von Chiesa, sehr, sehr nice, macht er selber dann. Oh, super Beweglichkeit, der Schuss war leider von mir, glaube ich, verzogen dann. Und schwacher Fuß, glaube ich, dürfte es auch gewesen sein. Na, ah, ich muss schießen mit Chiesa. Ich wollte zu Werner rüber, da muss ich schießen. Also Beweglichkeit super von Chiesa. Ein gutes Stellungsspiel von Chiesa. Der Pass hat so lange gedauert. Yes, super eingeleitet wieder von Chiesa. Endlich ist er drin, Alter. Endlich. Oh, schade, Außenrissschuss. Oh, schade, super positioniert. Er muss eigentlich drin sein, aber... Ja, der Gegner wird ordentlich vom Spiel gepusht. Gut, 6 Spiele habe ich jetzt mit ihm gemacht. Wie gesagt, die PS4-Version, dank, weiß ich nicht, ist es die Verbindung, sind es die Server, ist es irgendetwas anders, soll jeder sich das denken, was er will, aber das war purer Schmutz, diese 3 Spiele, was da wieder abgelaufen ist, aber egal, lassen wir es gut sein. Er fühlt sich beweglich an, er fühlt sich schnell an. Auf der PS4 habe ich das Gefühl, ist er nicht so schnell wie auf der PS5, also auf der PS5 hat er wesentlich spritziger gespielt, aber nichtsdestotrotz hat er ein sehr geiles Stellungsspiel mit diesem Finisher-Cam-Style und hat auch gute Wege, also immer wieder schön eingeleitet, selbst dann abgeschlossen, aber wie gesagt, auf der PS5 hat mir das ein bisschen besser gefallen wie auf der PS4-Version. Ist natürlich ein ganz anderes Spiel, das muss man auch dazu sagen. Die PS5 ist eher mehr auf Spiel aufgebaut. Wenn ihr auf der PS4 spielt, glaube ich, ist Hawk vielleicht ein gar nicht so schlechter Campstyle. Muss man vielleicht ein bisschen herumprobieren mit den Campstyles. Alles in allem ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Vor allem die Beweglichkeit auf der PS5 war ich sehr beeindruckt von der, weil da spielen sich die Spieler meistens irgendwie sehr klotzig, aber eher super eigentlich. Passspiel hat gut funktioniert. Wie gesagt, wenn man nur über den Flügel spielt, würde ich ihm wahrscheinlich einen anderen Campstyle geben und da das Flanken, den kurzen Pass, den langen Pass ein bisschen zu pushen. Eventuell vielleicht ein Catalyst, dann ist er maximal schnell und kann sehr gut passen, flanken. Aber ansonsten, wie gesagt, eine gute Karte für den Preis passt halt eher in Serie A Teams oder mit Italienern. Das muss halt dann jeder für sich entscheiden, ob er in euer Team passt oder nicht. Als Super Sub aber sicher auch eine gute Variante. Wäre aber wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, den als Super Sub zu holen. Aber mit Sicherheit dann eine gute Option. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.